Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals und herzlich willkommen zur lustigen Witze-Folge 293. Mein Name ist Master Jam, das ist Jana, ihr kennt sie von Videos wie Rock am Ring 2015. Wow, wow. Und Japan-Tag. Jana, freut mich, dass du dabei bist. Das da hinten, das ist noch Shy Guy, erst mit einem blauen Panzer bewaffnet. Also wenn wir uns heute verlesen, dann geht's einfach auf die Nuss. Und ich würde sagen, lustige Witze in 3, 2, 1, go! Was hast du da im Mund? Ein Kaugummi. Sofort in den Papierkorb. Ach, das Kaugummi? Ich habe gerade eine Beziehung mit einer blinden Frau begonnen. Habe auch vorher lange geübt, bis ich die Stimme ihres Ehemannes hinbekommen konnte. Mami, bin ich eigentlich gewollt? Das Einzige, was ich wollte, war meine Schuhe zu binden. Herr Doktor, ich liege im Sterben. Stehen Sie doch bitte auf. Als ich zur Kellnerin im Steakhouse sagte, ich möchte ein Rind von dir, ist das bei ihr nur am Medium angekommen. Ich habe neulich einen Mikrobiologen getroffen. Er war größer, als ich dachte. Warum war der Fisch so nervig? Er ist ein Stör. Oh, die alten Anglerwitze kommen jetzt. Wer hat diese hässliche Fratze an die Wand gemalt? Du, Schatz, das ist der Spiegel. Wie begrüßen sich plastische Chirurgen? Was machst du denn heute für ein Gesicht? Herr Doktor, hätten Sie eventuell etwas für mich, damit ich jünger aussehe? Hier, nehmen Sie den Schnuller. Wie nennt man das Fahrrad einer arabischen Kuh? Murat. Ein Mann fragt eine Frau, hört der Hund auf Sie? Nein, wir sind per Du. Verstehe ich nicht. Wir sind per Du. Ach so, auf Sie. Ja, okay. Meine Dusche war heute Morgen ganz heiß auf mich. Mhm. Weißt du Bescheid? Ich habe heute schon wieder einen Brief von meinem Anwalt bekommen. Dort steht, letzte Mahnung. Gut, dass das endlich aufhört. Busfahrer, möchten Sie sich nicht setzen? Nein, ich habe es eilig. Frag die Mutter. Anton, findest du, dass ich dir eine schlechte Mutter bin? Sagt der Sohn. Paul, ich heiße Paul. Wie nennt man einen Matrosen, der sich nicht wäscht? Meerschweinchen. Treffen sich zwei Unterhosen, sagt die eine zur anderen, warst du im Urlaub? Du bist zu braun. Das ist mein Humor. Was sitzt im Baum und weint? Eine Heule. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum nicht? Es hat ja Zeit. Meine Frau sagt häufig zu mir, du hängst. Gestern zum Beispiel, du hängst nur noch auf der Couch rum. Schmeißt ein siamesischer Zwilling seinen Bruder von der Brücke. Welches Tier schreibt man mit einem Buchstaben? Die Q. Also Q, Q, ja. Die Q. Die Q. Die Q. Das neue Tier. Insta-Time. Halt dein Maul! Willkommen zurück zur Insta-Time, die Zeit, in der die Instagram-Community ihre Fragen und Witze präsentieren kann. Und ihr werdet mal wieder fleißiger. Mann, es ist zu hell, scheiße. Was Tichu möchte nämlich wissen, was unser Lieblings-Hentai ist. Cyborg Jesus, what is that thing? I'm your Oni-chan. What are we going to do on the ground, Oni-chan? Fritzchen geht mit Oma durch den Wald. Schau mal, Oma, ein Pilz. Sagt der Pilz, na du? Lustige Witze schreibt, hey Moment. Wer im Glashaus sitzt, kann viel Zeug mit Saugnäpfen aufhängen. Islam, trink kein Alkohol. Judentum, trink wenig Alkohol. Christentum, mein Blut ist weich. Nennt über den jeweils anderen etwas Positives und Negatives. Boah, das ist gemein. Negatives habe ich eins. Ach schön. Etwas Positives. Du bist immer noch mit mir befreundet, obwohl ich dich bei unserem allerersten Treffen mies ange... nicht angemault, aber ich war nicht so nett. Nee, du warst nicht nett. Ich habe dich aufgegeben. Positives, dass dir einfach alles. Also, dass wir die komplette Zeit Kontakt halten konnten und so. Auch wenn wir zwischendurch gar keinen hatten. Give her a squeeze. Okay, dann drop mal was Schlechtes. Ganz schlecht. Ja. Dass du dich nicht so oft meldest. Was? Ich melde mich doch auf. Du bist halt voll die Stütze für mich gewesen in letzter Zeit. Und deswegen, oh, nee, ich hab nichts Schlechtes über dich. Aber trotzdem ein schöner Kommentar. So was Tiefes hatte ich noch nie. Ja, das stimmt. Kommt ein Skelett in die Kneipe. Herr Ober, ein Bier und ein Scheuerlappen bitte. Toby McFly fragt, würdest du mal nackt in einen Moshpit gehen? Ja. Wenn alle anderen nackt wären, ja. Die müssten nicht nackt sein, ich würde es auch so machen. Ich wäre sofort dabei. Oh, jetzt habe ich einen Titel, nackt in den Moshpit. Mimi Like 96 fragt, was magst du lieber, Sommer oder Winter? Definitiv den Sommer. Ja, danke. Ein absoluter Sommermensch. Ein Schwimmclub musste aufgelöst werden. Es hat niemand mehr aufgetaucht.
Das war's mit der dieswöchigen Insta-Time. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann folgt mir doch hier unten auf Instagram. Und Jana, ich würde sagen, wir erzählen uns noch ein paar Witze, ne? Ja. Meine Freundin flüsterte mir ins Ohr, ausziehen. Das habe ich dann sofort gemacht. Leider wollte sie, dass ich aus der Wohnung ausziehe. Meine Frau hat mich gebeten, Tomatensauce auf die Einkaufsliste zu packen. Jetzt kann ich sie nicht mehr lesen. Mein Vater hat mir gestern eine PowerPoint-Präsentation gezeigt, warum es so wichtig ist zu verhüten. Alle Bilder waren nur von mir. Mutter von Hans, hast du Fische gegessen? Hans, Gynäkologe, nein. Wir haben auch wieder Sommer, ne? Wenn ich gerade morgens draußen rumlaufe, dann schwitze ich wie eine blinde Lesbe auf dem Fischmarkt. Zahnarzt zum Patient, bitte öffnen. Patient, also es hat angefangen, als mich mein Mann verlassen hat. Ich fühlte mich so schrecklich einsam. Wie schellt der Affe an der Tür? King Kong, King Kong. Grüße gehen raus an Konkidong. Wenn man keinen Sinn rückwärts buchstabiert, bedeutet es Nisk Nenik, was wiederum keinen Sinn macht. Warum fliegen Vögel im Winter gegen Süden? Weil es einfacher ist, als zu Fuß zu gehen. Treffen sich zwei Gurken im Glas, sagt die eine zur anderen, lass mich auch mal ans Fenster. Was ist braun und stört beim Essen? Hitler. Was? Okay. Ja. Ein Studienabschluss in Landwirtschaft zu haben, ist toll. Man kann gleich in mehreren Feldern arbeiten. Ach Papa, ich habe dich so lieb. Ohne Gentest bin ich immer noch Hans-Dieter für dich. Bin heute Nachmittag mit meiner Frau zu Carglass gefahren. Von wegen, die tauschen aus. An den Typen, der meine Bettdecke geklaut hat. Ich werde nicht ruhen, bis ich dich finden werde. Wenn es um Frauen geht, bin ich wie ein wildes Tier. Ich habe mehr Angst vor ihnen, als die vor mir. Warum haben Profiboxer mindestens einen Tag vor dem großen Kampf keinen Sex? Antwort? Weil sie sich bestimmt nicht mögen. Ich wurde im Knast mehrfach missbraucht. Meine Freundin nimmt Monopoly viel zu ernst. Arzt im Krankenhaus zum Patienten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Okay, ich will zuerst die gute Nachricht hören. Nach Ihnen wird ein Bett frei. Ich habe gesehen, wie zwei Jugendliche einen dicken Jungen verprügeln. Ich bin natürlich sofort zu Hilfe geeilt. Schließlich wollte ich auch was von seinem Essensgeld haben. Kommt ein halbes Schwein zum Onkel Doktor und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, was soll ich tun? Ich falle die ganze Zeit um. Geht ein Igel an einem Kaktus vorbei und fragt, Mami? Ja, da hatte ich einmal einen in einem Osterspecial. Irgendwie Jesus in der Wüste, irgendwie ist ein blinder Mann. Mhm. Und der blinde Mann sagt, ich suche meinen Sohn. Er hat Nägel in den Händen. Und dann sagt Jesus, Papi. Und der blinde Mann, Pinocchio. Was machst du beruflich? Ich mache Schlüssel nach. Wie machen denn Schlüssel so? Treffen sich zwei Schafe, sagt das eine, mäh, sagt das andere. Mäh doch selbst. Das ist immer der schwierigste Teil im Video. Jana, hat's dir gefallen? Ja, war super. Tat das weh? Ja, ganz dolle. Ganz mir doll. Mir tut es hier weh. Und hier? Und irgendwo da. Das ist Jana, die hat das ganz, ganz toll gemacht. Wenn ihr das auch so findet, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche mit deinem Boyfriend. Alles klar, dann viel Spaß. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier YouTube. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier.